Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute zwei Gesetzentwürfe der Opposition, und beide Vorlagen erinnern mich an ein Zitat von Kurt Tucholsky: Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Die Linken wollen soziale Grundrechte im Grundgesetz verankern. Sie wollen, dass jeder Mensch den Staat auf einen Arbeitsplatz und bezahlbaren Wohnraum verklagen kann. Im Grunde fordern sie eine grundlegend andere Wirtschaftsordnung. Sie wollen, dass der Staat wieder über die Wirtschaft bestimmt. Und solche Ideen aus der sozialistischen Mottenkiste werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch nach Jahren nicht besser. Denn ausgehend von unserem Grundgesetz und dem Artikel 1 und unserem Sozialstaatsprinzip brauchen wir keine neue Kreation im Grundgesetz. Zur Begründung schreiben Sie: Die bisherige Ausgestaltung des Grundgesetzes reicht nicht aus, um wirksam vor Sozialabbau und sozialer Ausgrenzung zu schützen. Dieser Vorwurf ist vollkommen absurd. Ich darf heute auch mal Zahlen nennen. Deutschland hat 2015 888,2 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben. Das macht fast ein Drittel unseres Bruttoinlandsproduktes aus. Und im letzten Jahrzehnt hat sich in Deutschland die Arbeitslosigkeit halbiert, und trotzdem sind die Sozialleistungen um über 220 Milliarden Euro gestiegen. Und Sie reden an dieser Stelle von Sozialabbau. Bei Ihrem Bild von Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wundert es mich nicht, dass Sie sowohl in NRW als auch in Schleswig-Holstein den Einzug in Ihr Landesparlament verwehrt, dass Ihnen der Einzug in die Landesparlamente verwehrt wurde. Zum Gesetzentwurf der Grünen. Der ist aus meiner Sicht leider nicht viel besser. Gerade wenn man den Zuzug nach Deutschland unter dem Lichte der letzten zwei Jahre betrachtet, dann wollen Sie allen Ernstes öffentlichen Einrichtungen wie Gerichten und Krankenhäusern verbieten, Ausländerbehörden zu informieren über Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Wir reden nicht von Menschen ohne Papiere, denn Menschen ohne Papiere können sich auch legal in Deutschland aufhalten. Und Sie begründen das in Ihrem Gesetzentwurf so: Bislang sehen Menschen ohne Aufenthaltsstatus oftmals von der Durchsetzung schadensersatzrechtlicher, arbeitsvertragsrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche ab, weil sie zu Recht befürchten, dass im laufenden Verfahren ihr Aufenthalt den Ausländerbehörden mitgeteilt wird. Durch die Änderung wird ihre Position gegenüber ausbeuterischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gestärkt. Wenn ich das lese, dann frage ich mich, ob ich ein falsches Weltbild habe. Sie wollen allen Menschen, die sich illegal, ich rede von illegal und nicht ohne Papiere, die sich illegal in Deutschland aufhalten, den Weg zu den Arbeitsgerichten eröffnen, und gleichzeitig sollen die Ausländerbehörden davon nicht erfahren dürfen. Es tut mir leid, aber damit legalisieren Sie den unerlaubten Aufenthalt. Sie laden ein zur Illegalität, und Sie untergraben vor allen Dingen den deutschen Rechtsstaat. Und unser Aufenthaltsrecht können wir dann bald abschaffen und es auf einen Punkt bringen. Wer nach Deutschland kommt, der erhält ein Bleiberecht und auch vollen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen. So wie Sie sich das vorstellen, funktioniert unser Rechtsstaat nicht. Und wir lehnen daher auch Ihren Antrag ab. Über 1,2 Millionen Menschen sind letztes Jahr nach Deutschland gekommen. 485.000 Ausreisepflichtige werden zum Ende dieses Jahres erwartet. Und wir wollen, dass diese Menschen ihrer Ausreisepflicht nachkommen, und wir wollen sie nicht in die Illegalität drängen. Der Bund, die Länder, die Behörden und der Bundestag betreiben einen großen Aufwand, um sie zu registrieren. Und im Interesse der inneren Sicherheit wissen wir, wir müssen wissen, wer zu uns kommt und wer sich dauerhaft bei uns aufhält. Wir können Illegalität nicht auch noch zementieren. Die Lösung ist auch nicht, das Leben in der Illegalität zu vereinfachen. Die Lösung muss sein, die Menschen aus der Illegalität herauszuholen. Und wir haben mit unserer Bleiberechtsreform dafür gesorgt, dass sich Menschen, die seit vielen Jahren mit einem ungeklärten Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhalten, gut integrieren können und dass sie hier auch einen Aufenthaltstitel bekommen können. Und damit haben wir ein Signal gegen die Illegalität gesetzt. Wir wollen keine unkontrollierte und auch keine unrechtmäßige Zuwanderung. Und Ihrem Antrag können wir daher auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet, und wir kommen unter Tagesordnungspunkt 17.